Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. Und wie ihr schon seht, hat sich ein bisschen was verändert, aber zuerst mal der Cedis ist mit am Start. Juhu! Und die... und die... Micha. Die Micha. Schneggala. Ja, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie Schneggala, das solltest du einfach sagen, was deine Frau ist. Naja, aber heißt ja auch Schneggala im Spiel, also. Ja, ich weiß schon. Er wollte mich ja schon umtaufen in Killerschnecke. Ja. So, also wie ihr seht, das ist hier der neue Spawnpunkt. Warum neu? Ja, wir sind auf einem... Oh, jetzt habe ich hier schon was gezeigt, scheiße. Wir sind nämlich hier auf einem neuen Server. Das kann ja mal der Cedis ganz kurz erklären. Oder willst du was erklären? Oder ja. Also auf dem alten Server waren bestimmte Dateien nicht eingestellt von Nitrado. Und das bedeutet, es gab diese Biome so Blendy nicht. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, man konnte es nachträglich nicht mehr ändern. Und deswegen habe ich gesagt, da muss ein Neustart her, weil Life in the Woods, wenn der Onkel sich jetzt dann umschaut bei euch, werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Das ist einfach atemberaubend und es hat gefehlt bei uns auf dem vorherigen Server. Genau, das ist mir ja ist uns nicht richtig aufgefallen, weil ich bin ja nie großartig auf Reisen gegangen. Aber das einzige Ding ist halt, das Haus ist wieder weg, aber das finde ich ganz gut, weil es so richtig wirklich zufrieden war ich mit dem komischen Blätterteil da auch nicht. Ich werde das jetzt komplett anders aufbauen. Also das heißt komplett anders, aber ich werde auf jeden Fall erstmal gucken, wo wir so hingehen. Und jetzt gucke ich hier mal ein bisschen rum und zwar, ja, was sind das überhaupt erstmal für ein Zeichen? Das muss ich erstmal, das ist nämlich schon so viel passiert. Das ist schon, nö. Ah, stimmt, du bist kein WoW-Spieler, oder? Nein, bin ich nicht. Das ist das Zeichen von der Horde. Und aha, da unten, das sind auch so diese Ork-Häuschen. Aha, ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Wir gucken erstmal hier oben und dann gucken wir mal zu jedem, weil ich zeig's erstmal so, dass man das schön von Weitem sieht. Da sieht man das nämlich cool. Oh, ich sehe genau. Das dann nebendran ist das Bauernhaus. Ja, das ist ein bisschen größer, wurde mir gesagt. Oder sehe ich ja eigentlich auch. Ja, naja, aber nur leicht. Also es ist nur ein Segment größer. Natürlich mit dem Dach kommt es jetzt extrem wuchtig rüber, aber das Dach ist halt einfach so groß. Wir sind gerade am Rumtüfteln, wie wir das am besten machen. Das wird noch anders, also komplett anders. Diese gerade Fläche wird noch unterbrochen und alles. Ja, das kommt noch geiler rüber dann irgendwann. Aber das ist ein bisschen schwierig. Muss man ein bisschen rumtüfteln. Okay, so, dann drehen wir uns mal nach... Boah, ruckelt ein bisschen. Hier unten steht nur so eine kleine Hütte. Ja, klein. Also ich sehe so eine kleine Hütte da unten. Ach so, ja, da unten sind Kratzwurst und der Wurfenjoker. Aha, okay. Ach, die haben allerdings sich wieder da vereint, da unten, da die zwei. Genau, ja. Allerdings haben die jetzt noch nicht sehr oft gespielt und deswegen ist dementsprechend das noch ziemlich klein da. Okay, was haben wir denn noch? Jetzt müssen wir hier runter gucken, da unten, das ist nichts. Doch, da ist es irgendwo, ach, das ist bloß ein Höhleneingang, okay. Genau, da ist wie so eine Treppe hier hoch zum Bauernhaus dann, zu dem Plateau hier, also zu der Ebene runter. Weil hier oben, das ist ein Hochplateau, da kannst du dir ein Plätzchen raussuchen oder du kannst auch gern dann irgendwo runter, das musst du wissen. Such dir irgendeinen Platz dann. Okay. Und so, ich gucke erstmal, das Schönste kommt zum Schluss. Okay. Dann hier, das sieht aus wie Andy oder sowas. Nee, das ist der Markus! Also? Unser kleiner Bombenlecher. Pumpenleger. Oh, er hat sich hier eine Bambusfarm angepflanzt. Ne, das ist das Haus. Das ist getarnt hinter den Bambusstäben. Ach, echt? Okay. Nee, okay. Eigentlich sind es ja Reben oder sowas. Weißt schon, diese Dingsbumsreben, die da runterwachsen, da unten, die Wände. Kleine. Okay. So, und jetzt kommt das Schönste. Ich bin schon ganz aufgeregt, da hinzugucken, um mir das genau zu bekommen. Guckt euch das mal an. Hier unten steht ein Schloss. Und zwar ist das von der Bina. Den Namen habe ich mir sogar gemerkt. Pink Manor. Das sieht cool aus. Das ist echt schön. Gewöhnungsbedürftige Farbe, klar, aber schick. Ja, da musst du mal reinschauen, ey. Das, ja, das geht alles ist noch voll abgegangen. Boah, und der Springbrunnen da, das ist saugeil. Ja, aber man muss aber auch wirklich fair halber dazu sagen, das ist im Game Mode gebaut, weil die Bina, die hat mehr Spaß im Game Mode und ich muss auch dazu sagen, ich bin inzwischen hier auch im Game Mode unterwegs, weil bei so großen Projekten ist das einfach nur noch nervig. Wenn man so eine kleine Hütte baut, ist das schon geil und natürlich so Höhlenwanderungen und sowas sind auch mega geil im Survival, aber wenn man schon seit über 6 Jahren, ich weiß nicht, oder wie lange spiele ich jetzt schon Minecraft? Nee, 5 Jahre. 4 Jahre? 5 Jahre? Spielt, dann ist halt irgendwann Survival auch nicht mehr so. Das ist nur die Anfangszeit, wenn man loslegt.
so das Überleben und dann Essen suchen und dieses erste Eisen und keine Ahnung. Und wenn das dann aber rum ist, dann nervt es einfach nur noch, wenn man wirklich kreativ bauen will. Ja, ja, sollte man Verständnis haben, aber wie ich habe schon zu Dings gesagt, ich lasse mir die Möglichkeit offen. Ich sag's mal so, also wenn ich jetzt wirklich was brauche, wo ich jetzt ewig lang vielleicht hier rumsuchen müsste oder sowas, dass ich mir das halt gerade wie solche Kirschbäume, Setzlinge oder so ein Zeug, dann werde ich mir das einfach mal offen halten vielleicht. Aber ansonsten werde ich versuchen, nicht im Game Mode zu bauen, weil ich bin da nicht so ein Fan von. Pass auf, jetzt kommst du ja mal mit. Ja, okay, ich will jetzt mal das von nahen betrachten. Das wäre, wo ist denn, kommst du mal mit? Hier runter. Hier runter, runter, hier, runter, genau. So, aua, pass auf, weil wir gehen jetzt mal, da war der ganze, also der erste Anfang, sag ich jetzt mal. Aua. Da hat alles begonnen hier auf dem Server. Ist inzwischen auch schon wieder alles abgeräumt, so ziemlich. Hier waren die ersten Felder, damit wir nicht verrecken. Okay. Toll. Hör auf. Und wir gehen jetzt mal zum Bauernhaus rüber, weil du gesagt hast, wenn du mal irgendwas brauchst. Was? Habe ich meine Tasten verstellt? Wieso? Ich kann nicht in die Kisten reingucken. Rechtsklick? Ach, Rechtsklick. Ich habe auf E gedrückt. Zeugs Bina. Ich habe es gewusst. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen länger nicht gespielt. Ja. So, okay, pass auf, wir gehen jetzt zum Bauernhaus rüber. Ich glaube aber, diese Beschauung diesmal, die wird bestimmt 2 Folgen lang gehen, weil das ist so viel erstmal für den Anfang. Ja, wird wirklich 2 Folgen. Aber wir wollen es uns natürlich erstmal angucken, ehe wir da wieder selber unsere Finger anlegen. Also, oh, schau mal, das Schwein nicht will sich selber braten. Ja, das habe ich schon von oben gesehen, aber es ruckelt ungemein. Leck mich durch. Echt jetzt? Komisch. Ja, ich glaube, ich muss mal irgendwas bei mir runterstellen. Grafisch. Ja, naja, seitdem ich mir den i7 geholt habe, läuft es bei mir eigentlich ganz okay. Der Wasserfall, ist der künstlich angelegt oder kam da wirklich darunter? Wo, warte mal. Hier, wenn du in die Richtung guckst, wo ich hingucke. Ach so. Wo, hä? Hier, da ist ich weiß gerade gar nicht, oder der Bienenirren drüben. Hier, ich bin hier genau neben dir stehe ich. Hier. Ah, jetzt hat. Es war dunkel. der kam, glaube ich, erstmal wirklich runter, aber nicht mit dieser Verlängerung zum Feld hier hin. Da muss ich echt mal sagen, wow. Das ist schon geil. Okay, jetzt gucken wir mal hier so rum. Das ist hier euer komischer Hordenbau. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, dass du durch den Stoß läufst. Was ist das? Miau. Tresor des Zimmermanns. Aha. Kommst du in den rein? Mach mal Rechtsklick. Das würde mich jetzt mal interessieren. Nee. Ist abgesperrt? Ja. Ja, cool. Dann bedeutet es, dass Operator in die Tresors reinschauen können. Egal, ob er abgesperrt ist oder nicht. Weil ich kann nämlich reingucken und mir alles rausholen. Hier unten sind Hühner und ein Zombie. Ja, das ist, der Zombie gehört da nicht hin. Aber das ist der Biene ihre Art, erstmal Viecher einzusperren, dass sie nicht abhauen können, ohne dass man einen Zaun hat. Okay. Ja, hier hat man dann halt wieder. Okay, geht's in die Tunnel. Ich glaube, hier hinten, das ist bestimmt einfach Mineingang. Da gehe ich jetzt mal nicht lang. Genau. Komm mal mit. Lustig. Ist heute. Unbedingt zeigen. Weil. Hier ist nämlich eigentlich die wichtigste Geschichte. Und der Biene hier Markenzeichen mit der Wolle hier auf den Zaun. Das hat sie ja schon im letzten gehabt. Ja, da kommst du schnell drüber. Und die Viecher kommen nicht drüber. So. Ach so. Einmal hier hereinspaziert. Wer hat mir das Bett da hingestellt in Gang? Mann. Ich? Das kann man doch nicht zeigen. So. Ja, das ist ja unwichtig, das kannst du dir alles anschauen, wenn es soweit ist. Bibliothek, ja. Ja, nee, ich muss ihm ja erstmal hier seine Lager. Possibilities, seine Möglichkeiten, genau, das Lager. Nein, das ist die Küche nur. Achso, Entschuldigung. Aber pass auf, hier in der Mann, Küche Schild dran. Hier ist das Küchenlager und das ist aber auch verbunden mit dem Hauptlager dieses Mal. Das ist so geil, hier in die Kiste, wenn du was reinschmeißt, wird es automatisch überall hinsortiert im ganzen Haus. Und jetzt gehen wir zum Hauptlager runter. Warte mal, wenn du... Ach, das sind hier bloß die ganzen einzelnen Dinger. Habt ihr schon fertig gegessen?
Ja, hier in der Kiste, hier glaube ich, genau. Darf ich mir da was rausklauen? Ja, Freile. Ja, Freile, da wie das. Was habt ihr denn? Das letzte Mal habe ich, sowas geil, da hatte der Micha, Micha sowas Geiles gekocht, das weiß ich noch. Das war richtig lecker. Ich weiß auch nicht mehr, was war. Jetzt sind nur Sammlungen im Moment drinnen. Okay, ich esse hier einfach Fischtrap-Bait. Nee, das ist ja nichts mehr. Nee, damit kannst du Fische fangen in der Falle. Ich würde sagen. Kann man die essen? Nee. Okay, gut. Warte mal, ich muss mal, wie könnte man. Oh, jetzt habe ich das Ganze genommen, das will ich nicht. Orange Chicken. Ah, genau. Hier so. Du willst das zu essen, was gibt denn das? Glitzernde Melonen. Sushi, ne, das bringt ja nicht sehr viel. Oh, das bringt auch. Extreme Chili. Merkt man da was? Die wir unterwegs gefunden haben, die Bina und ich. Aha. Weil wir waren ja schon, ich glaube, 30.000 Meter weg. Lamm 30.000 Blöcke. Krass. Ich, mach mal noch das. So, genug zu essen. Ich will euch nicht einfach kommen. Obwohl ich bestimmt hier öfters mal noch in die Küche komme. Kannst du machen. Weil bis ich hier irgendwas anbaue oder so. Jetzt habe ich in der letzten Folge so schön dem Cetus seine Bienen unten geklaut. Und jetzt ist jetzt der Server weg. Ja, ich habe deine Bienen aus dem Lager geklaut, weil ich wollte doch bei mir eine Imkerei machen. Was ist hier denn los? Boah, ey. Ja, Bienen? Ich habe auch noch Bienen. Der Bingo. Kannst du welche rausnehmen? Ja, die habe ich dir extra weggeklaut. Das ist aber auch in der Folge drin. Also das siehst du, glaube ich, nächste Folge oder so. Dann habe ich das da da muss ich dir gleich einen Rage-Kommentar drunter schreiben. Da habe ich gedacht, scheiße, komm, mach, ich nehme es einfach jetzt. Da macht sowieso nichts damit. Hier geht's runter. Und hier ist das Hauptlager. Boah, leck mich am Arsch. Da knickt jetzt gerade das Spiel ein. Echt jetzt? Auf jeden Fall, das Coole ist, wie gesagt, oben in die Kiste, wenn du was reinschmeißt, wird es hier unten reinsortiert. Und es ist alles abgesperrt und wenn du mal irgendwas brauchst, hier sind die ganzen Baumsammlungen, die Setzlinge. Farben. Also jeden erdenklichen Baum, den es hier so gibt. Ein paar werden noch fehlen, aber ich glaube, die haben schon gut, ihr zwei habt schon gut abgegrast. Da, die Bina und ich, ja, wir haben schon. Wahnsinn. Ach hier einiges ist doch so ein. Gefunden. Oh, Himmels. Die sind doch riesig groß, ne? Die Dinger. Ja, geil. Ja. So, den habe ich nämlich im Singleplayer-Modus, bei mir hab ich so eins stehen. Saugeil. Wenn du mit hier hinten mitkommst? Mach ich. Da kriegst du zwar Augenkrebs, erstmal. Also, ich kann nicht mehr aufhören zu laufen, warte mal. Okay. Hier geht's in Nether runter. Und hier ist ein Advanced Zaubertisch, wenn du irgendwas verzaubern willst. Und wenn wir hier hinten rausgehen, da kommen wir in den schönen Wald. In den Märchenwald. Wo die Micha alles Mögliche an Bäumen angepflanzt hat. Und dann da hinten habe ich dann erstmal einen Schock bekommen. Weil da steht nämlich so ein. Ach, der versteckt sich hinterm Regenbogen aus Eukalyptus. Der ist so gewaltig und sowas von schön, der Baum. Ich finde den sowas von schön. Die Himmelseiche. Die ist so krass. So cool. Das ist wirklich ein schöner Baum. Ja, aber der ist schon übertrieben, aber dezent übertrieben. Nö, das ist geil. Ich fliege hier gerade um den rum, das ist so ein Mörderding. Und ich frage mich, wie die zwei das geschafft haben, den hier anzupflanzen. Weil ich habe nämlich versucht, hier oben auf dem Plateau Bäume anzupflanzen und manche gingen einfach nicht, egal wie viel Knochenmehl ich drauf geschüttet habe. Also pass auf, ich kann dir sagen, wie du das machen musst. Und zwar musst du das Gras außenrum auch alles wegmachen. Okay. Dass der sich ausbreiten kann, dass die Blöcke überhaupt nicht blockiert sind, sondern dass wirklich blanke Blöcke draus sind, ohne Gras. Und dann knallst du hin. Dann funktioniert's. Hallo. Die fliegen denn hier. Ich kann hier drauf, hör mal auf meine Leertaste, wie ich will. Ich muss immer schipfen. Wir werden dich quälen. Naja. Aber die Himmelseiche ist schon... Ich finde die schön. Und wenn du hier hinten hinkommst, mal an den Rand... Oh, da ist ein Zombie. Ja, der ist hinterm Onkel her. Ja, ich habe aber kein Schwert. Ja, das ist nett von dir. So, da, hier komplett an dem Hochplateau, wenn du immer an den Seiten runterschaust,
hier ist zum Beispiel irgendwie so ein cooles Sumpfgebiet, so wie es bei uns auf dem alten Server war. Aber links. Es wäre echt cool, wenn du wieder runterkommen würdest, weil dann wüsste ich auch, wo du bist. Ich muss ja immer suchen. Okay. Und hier drüben ist dann zum Beispiel so ein Herbstwald. Ich weiß nicht, wie weit deine Sichtweite eingestellt ist. Ja, ich sehe den. Und wenn du um das Plateau hier rumläufst, an jeder Ecke ist irgendwie so ein anderes Biom. Und das ist. Und natürlich das Lavendelbiom hinten, wo die Biene reingebaut hat. Eigentlich wollte ich ja, dass das Lavendelfeld komplett unberührt bleibt, aber hier ist zum Beispiel Ozean gleich ums Eck. Was? Fälschig-Taste gedrückt. Ja, und ich würde mal sagen, für heute war es dann auch schon. In der nächsten Folge treffen wir uns bei der Biene unten. Ins Schloss, genau. Genau. Okay, also, bye bye. Tschüss. Tschüss. Ciao.